Ja, dann können wir beginnen. Am Anfang eines Projektes stehen immer Personen und Visionen. Hier links zu sehen Max Hollein, der Leiter des Städel Museums, mit seiner Vision, ein Tageslichtmuseum bauen zu wollen. Und rechts die Architekten Schneider und Schumacher, die dann den Architektenwettbewerb 2008 gewonnen haben. Was sind die Anforderungen an ein Museum ganz generell? Es geht darum, einmal die Farbwiedergabequalität sehr hoch zu halten. Und es gibt die konservatorische Anforderung, nämlich dass die Kunstobjekte durch das Tageslicht nicht geschädigt werden dürfen. Hier mal ein Modell dieses Objektes. Man sieht sehr schön, dass das ganze Museum unter der Erde liegt, das heißt unter dem ehemaligen Garten des Städels, und ist belichtet worden durch 195 Oberlichter mit einem Durchmesser zwischen 1,5 und 2,5 Meter. Hier sieht man recht schön, wie diese zweifach gekrümmte Betonschale auf einzelnen Stützen aufliegt. Die einzelnen Kabinette für diese Kunstausstellung sind hier unten durch freistehende Wände eingestellt, und das Ganze wird dann erschlossen durch die zentrale Treppe, die hier reinführt in diesen Innenraum. Das war eines der ersten Visualisierungen. Man sieht es hier sehr schön, diese Oberlichter. Und diese Oberlichter wurden auch von den Architekten als sogenannte Augen der Kunst bezeichnet. Und die sehen im Detail folgendermaßen aus, bestehen aus 4 Teilen. Das ist einmal hier oben die Glashaube mit dem Sonnenschutz und 4 unterschiedlichen Stoffen. Dann haben wir einen Lichterkranz mit LED-Allgemeinbeleuchtung, eine sogenannte Felge, die doppelt bespannt ist, und dann unten die eigentlichen LED-Strahler. Ja, im Detail schaut es so aus, dass man diese Felge zum Beispiel viergeteilt hat, um sie in dieses Betonoberlicht überhaupt erst einschieben zu können. Und den 4. Teil hat man dann, um die Geometrie überhaupt lösen zu können, auch nochmal an den Ecken gestutzt. Das ist die eigentliche Felge, die also hier zweifach bespannt wird mit einer Staubschutz- und einer Diffusorfolie, die über Federn rückverankert ist. Und das alles dient dazu, zusammen mit diesem LED-Lichterkranz zu vermeiden, dass diese Fliege, die Tote hier oben, einen Schatten wirft auf diese untere Folie. Ja, dieser Montagepunkt hier ist folgendermaßen ausgebildet. Es gibt einmal hier hinten ein Loch in dieser Felge und dann vorne eine Sechskantmutter, die sich hier in einem Flachstahl festsetzt. Also ein ganz, ganz einfaches System, was wir hier gefunden haben, um diese komplexe Aufhängung zu lösen. Ja, diese Augen haben natürlich auch Wimpern. Nach der Vorstellung der Architekten sind es eben diese Strahler, die insgesamt 16 Montagepunkte haben pro Auge. Und diese Strahler sind dann auch frei schwenkbar. Wir haben dann hier ein paar Bilder mitgebracht. Einmal das Mock-up links oben zu sehen. Dann kann man weiterhin erkennen, eben diesen Lichterkranz mit dieser LED-Allgemeinbeleuchtung. Wir haben also LEDs eingesetzt mit 3000 und 5000 Kelvin. Farbtemperatur können die natürlich auch mischen. Und hier rechts sieht man eben so eine Aufnahme für einen Montagepunkt. Wir können das Ganze automatisch oder auch händisch steuern. Es gibt einen Tageslichtmesskopf, der die Außenlichthelligkeit misst, und einen Mikroprozessor, der dementsprechend dann die Rolloanlage und die LED-Allgemeinbeleuchtung entsprechend der Kunst steuert, die ausgestellt worden ist. Man hat sich bereits 2008 dafür entschieden, auf konventionelle Halogentechnik zu verzichten und LED einzusetzen. Warum, sieht man hier. Das ist jetzt gerade etwas verschoben, aber es will einfach sagen, 2,5-fache Energieeinsparung von LED im Vergleich zu normaler Halogenbeleuchtung. Der eigentliche Strahler setzt eine Doppellinsenoptik ein mit einem Soft-Edge-Reflektor. Und das machen wir deshalb, um eine Lichtverteilung zu haben, die von der Halogenleuchte herkommt und die Vorzüge mit der Energieeffizienz der LED kombiniert. Gleiches haben wir hier getan, eine gute Kombination bezüglich der Farbwiedergabe, die wir erreichen. Einmal durch das Oberlicht und dann eben auch durch den Strahler.
und wir erreichen dann auf den Kunstobjekten einen Farbwiedergabeindex von RA 93, was sehr, sehr hoch und sehr gut ist. Ja, so sah das aus, wo man diese ganzen 195 Augen der Kunst hier zusammengebaut hat. Es wurde ausgeschrieben quasi als ein Stück, also unterschiedliche Gewerke haben hier zusammenwirken müssen, um dieses Oberlicht zu realisieren. Ein Blick auf die Baustelle, hier mit den unterschiedlichen Farbtemperaturen, hier linke Hand zu sehen mit 5000 Kelvin, rechte Hand mit 3000 Kelvin und diese freigestellten Wände hier kurz vor Fertigstellung. Wir sehen dann jetzt hier das fertige Museum, so wie Sie es heute in Frankfurt am Main besuchen können. Eine sehr, sehr flexible Ausstellungshalle. Die Wände jetzt hier abgelöst von der Decke. Die ganzen Kabinette können also unterschiedlich belichtet und beleuchtet werden. Sehr großformatige Skulpturen und Bilder. Hier dann auch nochmal die Wimpern in echt zu sehen, also diese Strahler, wie sie hier montiert sind. Sehr unauffällig, sehr dezent und man kann schon sagen, dass diese Städel insgesamt eine sehr, sehr gute Kombination darstellt zwischen Tageslicht und Kunstlicht und so im besten Sinne eigentlich ein beispielhaftes und nachhaltiges Museum ist. Vielen Dank. Ja, ich darf noch, habe ich noch Ton? Danke. Ja, ich darf noch kurz erwähnen, dass die Leuchte hier rechts von mir eine Innovation darstellt. Sie ist nagelneu. Das ist eine volle LED-Leuchte. Und wir haben ja schon gehört, dass außer den Menschen eigentlich niemand sprechen kann. Diese Leuchte kann sprechen, sie kann sich mit ihresgleichen unterhalten. Also diese Leuchte kommuniziert mit einer anderen Stehleuchte, sodass sie immer ja, im Licht quasi den Gang entlang schreiten oder unter einer Lichtglocke an ihrem Arbeitsplatz wunderbar arbeiten können. Das nur als Hinweis.